So, in den letzten Videos haben wir KeePass heruntergeladen und installiert. Jetzt haben wir eine Datenbank angelegt und jetzt sollten wir dann endlich mal einen Passworteintrag anlegen. Ich habe hier mir auf Freenet einen Account angelegt. Dementsprechend bin ich jetzt hier im Hintergrund auf der Seite Freenet und hier in meine Datenbank möchte ich diesen Account natürlich eintragen. Das ist ein E-Mail-Account, deshalb nehme ich hier auch schon die vordefinierte Kategorie E-Mail, klicke also auf E-Mail und hier oben auf Eintrag hinzufügen. Den Titel kann ich nennen, wie ich möchte, also in dem Fall Freenet Mail. Mein Benutzername ist bei Freenet usefulwit@freenet.de und das Passwort, da gibt er mir hier schon so ein vordefiniertes an. Das muss ich jetzt aber natürlich manuell eintragen. Ich mache es mal sichtbar und das ist in dem Fall usePassword. Ein ganz furchtbar unsicheres, aber zum Demonstrieren reicht das. Die URL ist die Internetadresse, die kopiere ich mir also bei Freenet hier oben raus. Und kopiere die hier rein und klicke hier auf OK. Jetzt habe ich schon meinen ersten Eintrag angelegt. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie ich mich mit diesem Eintrag dann auch tatsächlich einloggen kann.